hier ist ein richtig witziges Bild von meiner Einschulung. Ich dachte mir so, hä? Was ist das denn hier? Hallo, ich bin die Mavi und ich bin gerade bei meiner Einschulung und habe einen Bauernrock an. Ja, lol. Okay, das stecken wir hier hinten noch mit rein. Das ist doch cool. Schneide ich noch ein bisschen zu hier. Immer noch meine Babyschere. Ja, eine kurze Storytime. Ich war 3 Jahre alt am Flughafen und ich hatte immer so eine Glitzerschere. Die war voll geil. Das ist so eine Glitzerschere gewesen. Die habe ich voll gefeiert. Die fand ich super cool. Und, wow, hier auf ein Bild von der Schlaghose an. Okay. Ich fand diese Glitzerschere total geil. Die habe ich richtig gefeiert. Die wollte ich halt mit ins Flugzeug nehmen, weil ich im Flugzeug was basteln wollte. Ich, 3 Jahre alt, wusste natürlich nicht, dass man keine Schere mit ins Flugzeug nehmen darf. Also zumindest nicht ins Handgepäck halt. Und dann war halt das Problem, dass ich auf einmal, dass mein Handgepäckkoffer halt durch diese Schleuse gefahren ist und hat auf einmal gepiept. Ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Und dann, dann hat es so gepiept. Und dann haben meine Eltern so gefragt, was ist das denn, Mario? Was hast du da reingemacht? Und ich so, ich habe nichts Böses gemacht. Und dann hat er das rausgeholt und meinte, da ist eine Schere drin. Und dann haben meine Eltern so gesagt, ja, meine Tochter mag diese Schere total gerne. Nein, das, sie wollte das nicht mit ins Handgepäck nehmen. Und dann hat meine Oma das halt zum Flughafen befahren und dann hat die Schere wieder mitgenommen. Und dann habe ich geweint, weil ich dachte, meine Schere wird in den Mülleimer geschmissen. Die sind immer voll hart beim Flughafen, die nimmt einfach und schmeißen in den Müll. Ja, herzlichen Dank. Meine Bastelschere, die habe ich bis heute noch irgendwo, glaube ich. Ich benutze immer noch diese Minischeren. Hattet ihr im Kindergarten auch gelernt, dass man Scheren immer so tragen muss, also mit dem Ding nach unten? Ich habe es immer gelernt, ich habe es immer gemacht, ich mache es bis heute noch. Immer so. Nicht, dass man jemanden sticht, ne? Freunde. Jemanden Schere nach unten halten. Okay. Machen wir weiter. Das Bild ist auch voll süß hier. Schlägt mal hier rein. It's gonna be forever and shall be soft to say. Meine wurde in den Mülleimer geschmissen. Nein, die armen Scheren. Ich hasse das, wenn Sachen im Flughafen immer in den Mülleimer geschmissen werden. Ich denke mal so, wie herzlos sind sie denn? Aber gut. Walk it in, walk it out, walk it out. Schreibt mal eure witzigsten Lehrer-Stories hier rein, okay? Ist doch cool. Schreibt mal eure witzigsten Lehrer-Stories rein. Komm, wir machen die 2000 vor, dann zeige ich euch die Storytime von heute, die mir heute in der Schule passiert ist. Walk it in, walk it out. Komm, wir machen die 2000 voll. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bell, swing and jingle bell, ring. Snow is and falling and won't it up. Ja, ich kann singen. Nicht. Manche Fotos wurden ja einfach doppelt ausgedruckt. Ich meine, guck mal, ich habe die nicht zu Hause gestellt, aber das ist einfach zu Hause gekommen. Okay. Hi Marie, liebe Grüße. Okay. Wir machen mal weiter. Guck mal, das Bild. Ist das cool? Ist das cool? Das ist cool. Ich habe Snapchat-Filme mit meinem Opa ausprobiert. Das war noch 2018 oder so, aber das ist ein cooles Bild, oder? Mein Opa so voll verwirrt. Was ist das denn jetzt? Pizzen auf meinem Kopf? Ja, das ist süß. Das kommt auf jeden Fall auch noch mit rein. Finde ich gut. Finde ich süß. Stecken wir hier rein. So. Ups. Ich suche mal ein Foto, was hier reinpasst, weil ich habe immer nur so große Fotos. I'm searching for a picture which is fitting in here. Nein, Marvin, du kannst immer noch nicht singen. Akzeptiere das doch einfach mal. Ich muss auch akzeptieren. Schreib mal gerne TikTok-Tänze hier rein, die ich machen soll. Ich kann vielleicht auch da Musik holen, das zu diesen TikTok-Musik machen. Schreib auch mal TikTok-Tänze rein, die ich machen soll. Bin mal gespannt, wie viele ich davon noch kann oder gelernt habe oder noch kenne. Können auch so ruhig 2019-Tänze sein. Wisst ihr was? Ich war 2019 noch gar nicht so richtig auf TikTok aktiv. Irgendwann hat meine Freundin mir mal davon erzählt. Und ich so, was habt ihr alle mit eurem TikTok? Was ist das denn? Und ich wusste erst gar nicht, was eine For You-Page ist. Und jetzt hänge ich da immer so rum auf dieser For You-Page. Also, meine Freundin hat mir besser nicht davon erzählt.
Web. Nein, ich mache hier nicht den Web-Tanz. Nein, natürlich auch nicht. Oh, jetzt habe ich schief geschnitten. Schneiden kann ich. Das muss man mir lassen. Nein, Leute, ich mache Savage Love. Wie ging das noch? Savage Love. Savage Love. Das war's doch auch schon, oder? Der war nicht so spektakulär. Okay, Renegade. Wait, Renegade. Wieder Renegade gemacht oder was gestern? Aber es war voll geil. Ich mach das voll gut. Ich kenne das nicht so gut. Schauer. Ich kenne nicht Schauer. Ich kann nicht den Schauertanz. Was für ein Schauertanz? Oh, ich kenne den nicht. Ich fühle mich gerade wie so eine TikTok-Oma. Ich kenne den nicht. This must be true love. Mega. Ich weiß. Nein. Ich weiß nicht, was Schauer ist. Beschreib mir das Lied vielleicht. Ich nehme ja gerade alles auf, was mein Speicher wieder alles kostet. Ja, ich fühle es immer, wenn irgendwelche Harry Potter Leute so live gehen. Ah, tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Hey, we're on the mill. I'm gonna show you how I became your name. Based on my tight. Bobby got you. Better get the cosmic swipe like Tinder. Oder wie auch immer das heißt. I checked your time and going up and heat up. I don't wanna make the girl going crazy. Wie ging das noch? Checked your time and going up and heat up. I don't wanna make the girl going crazy. Wie ging das noch? Ich hatte das mal vor. Checked your time and going up and heat up. I don't wanna make the girl going crazy. When you're chilling and you're not a baby. Wieso ging das doch, ne? Let's do it again. I'll get in for one last time. Nice and nice and oh yeah, let's do it again. I'll get in and now. Boah, Mann, ich krieg das doch nicht mehr hin hier. Nice and nice and oh yeah, let's do it again. I'll get in and now one last time. Wieso? Kann es sein oder ist es falsch? Ich mache es immer so mit einer Kette irgendwie. Ich bin ja immer drum rum. Einmal ist meine Kette gerissen. Ich habe mir so... Ich hätte mal zweimal hier. Walk it in. Walk it out. Let's go. Okay. Hast du den letzten Live aufgenommen? Ja, kannst du den schicken. Ich hätte leider nicht aufgenommen. Ich nehme meine Lives nicht so selbst aus, wisst ihr? Nächste, nächste, neue. Let's do it again. Okay, wir machen mal weiter. Ich mache jetzt mal weiter mit meiner Box hier. Wow! Kleb einfach an meiner Hand, du Schnipsel. Wann kommt ein YouTube-Video? Sonntag kommt ein YouTube-Video online. Genau! Walk it in. Walk it out. Let's go. Ich muss hier noch meinen Beitrag posten. Oh mein Gott, nicht, dass ich das wieder vergesse. Ich möchte immer noch nichts reinschreiben. Reicht! Oh. Geht auf einmal diese Kommentarfunktion an, mein Filter ändert sich. Finde ich nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sein. Jetzt erinnere mich an so einen TikToker. Der macht immer so Leute nach, wisst ihr? Kennt ihr den? Spreche Englisch. Okay. So now I'm in a live stream. And I'm going to make a photo box. And now I'm going to make a photo. We got this photo Effie here. And I'm going to put them on the photos. And I'm going to glue the photos. And my English is very good. Yeah. Walk it in, walk it out, let's go. Meine Stimme mal gerade richtig am Abkacken. Okay. Du kannst so gut Englisch. Danke. Wow, ich kann echt gut Englisch, auf jeden Fall.
Was soll ich auf Englisch sagen? Schreib mal an, was ich auf Englisch sagen soll. Wir machen jetzt ein bisschen Englisch. Ich muss mich auf meine Englischarbeit vorbereiten. Meine Französischlehrerin sucht uns jetzt französische Brieffreunde raus. Oh nee. Die schreiben uns auf Deutsch, weil die lernen Deutsch und wir lernen Französisch, müssen auf Französisch schreiben. Das Problem ist halt wirklich, dass ich einen Jungen krieg. Die schreiben doch immer nur so zwei Sätze oder so. Es kann halt sein, dass ich einen Jungen krieg. Weil mit irgendeiner so einer Klasse und so austauschen. Und ich will keinen Jungen. Die schreiben nur so zwei Sätze. Mano. Ich möchte keinen Jungen bekommen. Also wirklich. So. Kann ich die Schrift wahrscheinlich gar nicht lesen. Okay. No front. So. Hallo. Sag mal hallo, ich bin Marvin, ich bin cool, ich werde jetzt Lisa grüßen. Hello, my name is Maybe and I'm cool. I'm going to give Lisa a shout out. So, viele Grüße, Lisa. Okay. Salve. Was einzige, was meine Französische Freundin, die Latein hat, kann, ist Salve, wirklich. Sag mal so. Ja, Freunde. Nee, ich kann da schon ein bisschen mehr. Sag uns, wer Maxi ist, aber auf Englisch. Maxi isn't my boyfriend. And I don't have a crush on him. And he's just in my class. He's a classmate and a friend. And yeah, that's it. Freunde der Sonne. So. Ah, so. Wir haben gleich 6:26 Uhr. Okay, ich muss jetzt gleich Schluss machen, Leute. Weil wir haben gleich 6 Uhr. Und ich muss meinen Beitrag hochladen. Genau, heute versuche ich meine Sprachnachrichten zu denken. Habe ich die gestern gemacht? Habe ich die vergessen? No way. Ein Satz auf Französisch. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai 12 ans et j'habite en Allemagne. Et j'aime la pizza. J'aime la gymnastique. Et je n'aime pas le. Was mag ich denn nicht? Je n'aime pas le musée. Sehr boring. So. Französisch und Flieg. Okay, ich mache jetzt Schluss wegen dem Beitrag, ne, Freunde? Aber. Yes. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielleicht mache ich die Storytime gleich in der Story. Das heißt auch Storytime, you know? Ich muss jetzt Schluss machen, Leute. Wir sehen uns. Tschüssi.